Heyo, ich glaube, nach dem letzten Video ist euch aufgefallen, dass ich Mystery Minis liebe. Da hat sich GameStop wohl gedacht. Hey, diese White, die schaut bei uns ständig nach FNAF-Merch. Was würde denn passieren, wenn wir FNAF-Merch anbieten? Genau, ich werde pleite. Also nicht aufgeben, liebe FNAF-Fans. Und schön Leute mal nachfragen. Irgendwann haben die was? Beziehungsweise vielleicht haben sie es auch nur irgendwo versteckt und ihr habt es bloß nicht gesehen. Genug gequatscht! Auf die Minis, fertig, los! Werfen wir doch einen Blick auf die Wahrscheinlichkeit und hoffen, dass wir vielleicht einen Springtrap erwischen. Springtrap. Beziehungsweise den Namen, den ich für diese Figur gefunden habe, ist Dark Springtrap. Sehr kreativ, ich weiß. Alles klar. Also viel zu meckern habe ich bei diesen Figuren diesmal nicht. Ich finde, sie sind wunderschön und sehr detailreich gelungen. Gut, es gibt hier ein paar Fehlerchen, aber es ist ja auch nicht so die Welt. Naja, bis halt auf dieses komische Cupcake-Ding mit Chica. Wieso bist du da? Warum? Was haben die sich dabei gedacht? Nur ganz nebenbei bemerkt. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Plüschtiere verschenke an meine Zuschauer? Nein? Dann jetzt. Die Kurzfassung. Sucht mich auf der German Comic Con in Berlin. Ich renne wieder als Purple Guy rum. Ihr müsst euch nur trauen, mich anzusprechen als White. Also ja, woher soll ich auch sonst wissen, dass ihr meine Fans seid? Außerdem werden die Sticker wieder am Start sein, also spätestens an der Stelle, wenn ich frage nach dem Foto. Wollt ihr einen Sticker? Dann wisst ihr, dass ich es bin. Das frage ich halt jeden. Außer ich habe vergessen, es einzupacken. Ja, ich bin auch nur ein Mensch, traurigerweise.